Sieht man jetzt irgendwas, was man nicht sehen darf? Ich glaube nicht. Und ja, deswegen, moin Leute, willkommen zu, ihr werdet es wahrscheinlich kaum glauben, aber es ist tatsächlich Yu-Gi-Oh! Ja, also das Kartenspiel Yu-Gi-Oh! Und ich war damals ein großer Fan gewesen von Yu-Gi-Oh! Hab auch Karten gesammelt, Schulhof getradet und so. Ich war richtig krass im Business auf jeden Fall. Und ich dachte mir so, ja, nee, kann ich hier rein irgendwie, ja. Dass ich mal wieder eine Runde Yu-Gi-Oh! Zocke. DevPro nennt sich nämlich das ganze Ding hier, das ist kostenlos und dort kann man dann ja ein bisschen Yu-Gi-Oh! Gamblen. Da gibt es alle Karten, es gibt ja mittlerweile, ich weiß es gar nicht, wie viele tausend Karten. Oh, hier erstmal hier, ja, da bin ich ein King drin. Ich gewinne meistens immer in Scherichter Papier und verliere dann im Spiel. Ich habe jetzt keine krassen Decks, ja, das sind wirklich die Decks, die ich vor 2 Jahren gespielt habe bei dem Spiel hier. Also die ganz alten noch, da habe ich jetzt nichts irgendwie neu gemacht, weil ich keinen Bock hatte und das auch erst seit 2 Tagen tatsächlich wieder spiele. Und dachte mir so, ja, man könnte ja erstmal wieder ein bisschen mehr Yu-Gi-Oh! Bringen, weil es bockt halt schon. Ich habe sehr gerne Yu-Gi-Oh! Gespielt, warum geht das hier nicht? Ich hoffe, das klappt vom Overlay. Ich sehe gerade, dass meine Webcam direkt, also direkt auf meinem Kartenstapel drauf ist, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Oder ich ziehe mich gleich mal aus. Okay, ist das okay für euch? Ich ziehe mich gleich mal links rüber, oder? Kann das, macht das mehr Sinn, links oder rechts? Ich mache es die Folge mal rechts. Und nächste Folge links. Und ihr entscheidet dann, was besser aussieht, falls ihr überhaupt Bock habt, Yu-Gi-Oh! Zu gucken. So, mein Deck, kurze Erklärung. Das ist, ich habe es Assi-Deck genannt. Ganz einfach aus dem Grund, da es schon ziemlich Assi ist. Das Deck spielt überhaupt nicht auf Angriff. Ich habe keine Karte drin, die irgendwie angreift. Alles defensive, ich mache hinten komplett dicht. Und ich habe Karten, die mir extrem viele Life-Points geben und den Gegner viele Life-Points abziehen, ohne dass ich angreife. Und das Deck spielt sich relativ langsam, aber hat online eigentlich bis jetzt so gut wie fast immer gewonnen. Ist natürlich schwer, weil es gibt so viele verschiedene Karten, die man kombinieren kann, so viele verschiedene Deckarten und du weißt halt nicht, was der Gegner für ein Deck hat und ich kenne die ganzen Karten nicht. Wenn jetzt irgendeine Karte spielt, habe auch keinen Bock, mal den Effekt durchzulesen, deswegen lass ich einfach durchlaufen und hoffe, dass nichts Böses passiert. Und das sieht mir schon fast wie eine Synchro direkt aus. Das ist schon ein Effektmonster, nee, ein Empfängermonster und eine normale L4-Karte. Das könnte also eine Synchro werden, eine 6er-Synchro. Aber lass uns mal überraschen. Ja, Spirit Reaper ist eine Karte, die kann durch Angriff nicht zerstört werden. Das macht also wirklich dicht. Ich sag's ja, defensive, 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 ja. So, die Karte macht wieder irgendeinen Quatsch. Kein Bock. Ach, Heldenmonster. Okay, hat der Helden. Ja, direkt Fusion hinterher. Hat der irgendwie einen krassen Effekt oder so? Oder kann er nur angreifen? Ja, greif mal ruhig an. Passiert nämlich gar nichts. Ja, es passiert einfach gar nichts, weil Spirit Reaper hat eine krasse Defensive. Ja, Yu-Gi-Oh! Wird nicht das Einzige sein, was hier kommen wird. Ich glaube, das sollte euch auch klar sein, denn ich spiele auch mega, mega, mega viel Rocket League. Und, oh, die Karte ist auch gut. Wenn ich die aktiviere, kann jetzt kein Monster mehr angreifen, was 1500 ATK oder mehr hat. Das heißt, seine Monster sind eigentlich jetzt, ja, völlig ohne Sinn. Also, dieser Pinguin ist auch sehr geil, denn wenn der aufgeflippt wird, kann ich wieder Karten auf die Hand zurückgeben. Das heißt, wenn der Gegner eine krasse Fusion hat oder einen Synchro oder irgendwas und du gibst also die Karte wieder auf die Hand zurück, in dem Fall auf dieses Extra-Deck, dann muss er diese Karte erstmal wieder, ja, also legen können. Das heißt, fusionieren oder mit Empfängermonster oder sowas und das kann er in den meisten Fällen nicht direkt machen, deswegen ist sie schon richtig badass. Dark Bribe, ne, brauche ich noch nicht. Mach ruhig. Tu und mach. Hol starke Monster aufs Feld. Du kannst eh nicht angreifen. Aber naja, alles gut. Achso. Ich verdecke auch gerade die Zeit, ne? Ja, sehe ich gerade. Denn es ist momentan 4.35 Uhr nachts oder mittlerweile am frühen Morgen. Und die Sonne geht auch schon langsam auf. Also wird schon langsam heller am Horizont. Oh nein, die Karte wurde entfernt. Oh my goodness, Squadies. Er greift nicht an. Hat er irgendwie Schiss? Der hat echt Schiss, ne? Die Karte ist auch geil. Wenn die Karte liegt, muss er jedes Mal eine Karte weglegen vom Kartenstapel auf dem Friedhof. Und ich habe Karten, die Karten nicht auf den Friedhof legen, sondern direkt verbannen. Und dieses Didi Dynamite zieht dir pro verbannte Karte 300 Life Points ab. Und wenn nach jedem Angriff eine Karte weggelegt wird auf dem Friedhof und die kommt dank Karten, die ich gerade nicht habe, auf den Verbannungsstapel, summiert sich das hier. Und damit mache ich dann extrem viel Schaden später. Aber jetzt erstmal Flip-Beschwörung. Dann gebe ich meine Karte wieder zurück und ich gebe seine zurück. Boom. Da kann er erstmal nichts machen. Er annulliert es. Dann annulliere ich das auch.
Damit hat er nicht gerechnet, ne? Krass. Und ich spiele die natürlich wieder aus. Ja, ist ganz klar. Die wird auch nicht angreifen, die Karte. Wenn er schlau ist, weiß er, dass der Pinguin da unterliegt. Und er würde das wahrscheinlich nicht angreifen, weil dann kann ich nämlich seine Fusion wieder auf die Hand zurückgeben. Das wäre für ihn ziemlich dumm. In den meisten Fällen gehen die Gegner eh früher schon raus, weil sie keinen Bock haben, weil das zieht sich halt. Dieses Deck es hat eine gute Gewinnchance, wirklich. Also ich sag mal so 80-90% teilweise. Ich habe damit selten verloren online, aber die Matches, die werden teilweise echt lang. Also gehen so bis Runde 40 oder so. Es kann aber auch schnell gehen, aber da musst du erstmal die Karten dafür ziehen. So. Ich bin noch nicht schlau geworden aus seinem Deck, was da genau hier spielt. Ob es jetzt Krieger sind, weil das sind jetzt irgendwie zwei Kriegerkarten. Und das ist jetzt irgendwie, doch, ist auch ein Krieger. Also anscheinend ein Kriegerdeck mit verschiedenen Karten drin, wie hier in Destiny Hero. Also Schicksalskarten. Ist halt krass, weil Yu-Gi-Oh! Hat, ich weiß nicht, 10.000 Karten oder so? Ich habe keine Ahnung. Mega viele tausend verschiedene Karten und du kannst nicht alle Effekte kennen. Das ist halt heftig und du hast auch keine Zeit, hier jede Runde hier alle Effekte durchzulesen. Du merkst dir die eh nicht. Deswegen, was haben wir hier? Da sind ja auch, boah, im Laufe der Zeit neue Karten reingekommen, wie hier diese komischen Felder mit diesen Steinchen, die habe ich immer noch nicht verstanden genau. Die schwarzen Karten, das sind Exis-Karten, die sind auch relativ neu noch. Die lilanen sind Fusionen, die weißen, die noch nicht gespielt wurden. Doch, haben wir vorhin gesehen. Es sind Synchro-Monster, es gibt verschiedene. Wenn du überlegst, damals, ich weiß nicht, ob ihr Yu-Gi-Oh! Damals verfolgt habt im Fernsehen oder auch selber gespielt habt, oder die Spiele auf dem Gameboy gab es ja auch. Die Karten damals waren lächerlich eigentlich, so im Gegensatz zu den heutigen Karten. Damals war es krass, irgendwie den schwarzen Magier zu spielen und den weißen Drachen, da warst du echt der King, ja. Und jetzt, weiß nicht, holst du in einem Spielzug 5 Monster aufs Feld und so, das ist halt was ganz anderes. Also es hat sich extrem krass gewandelt und der braucht ganz schön lange. Du kannst doch eh nicht angreifen, wer hat die 1000 Monster liegen, ey. Meine Fresse. Wir haben jetzt schon 2 Karten verbannt, das heißt, hierfür würde ich dann theoretisch 600 Schaden machen. Das lohnt sich noch gar nicht, diese Karte auszuspielen, deswegen lasse ich noch sein. Jetzt sind es schon 900 Schaden. Hier ist ja die Synchro, er kann eh nicht angreifen, ich kenne den Effekt der Karte nicht. Was ist denn das? Oh my god, die Smarties. Boah, das ist ein ewig langer Effekt, der kann bestimmt alles. Alter, Level 12, verdammt. Null Angriff, null Verteidigung. Was kann der? Oh, alle zurück. Ach du Scheiße. Ich habe Angst, dass sie extrem stark wird. Okay, also wenn der eine Zauberkarte legt auf seiner Spielhälfte, kann er irgendwas beschwören oder so, habe ich irgendwie so gerade verstanden. Genau, wie in dem Fall. Einfach mal so. Trotz alledem kommt er hier nicht durch. Und wenn er jetzt meint, ja, das ist dumm, er hat nicht nachgedacht. Du weißt doch genau, dass der Pinguin da liegt, oder? Der hat nicht aufgepasst. Aber ich kann die Karte nicht zurückgeben. Ich kann sein Zwölfermonster nicht zurückgeben, das ist heftig. Da muss ich bei dem machen, ja. Das ist schon krass, Alter. Und er kann es annullieren? Heftig. Bitte was? 3750? Alter. Behält er die auch? Nee. Okay. Alter, der holt hier hintereinander weg extrem starke Monster aufs Feld. Das Problem ist wirklich, auch die Karte zum Beispiel, die gibt mir 500 Life Points, wenn eine Karte entfernt wird aus dem Spiel. Problem ist, ich habe momentan noch keine Karte hier liegen, die wirklich Karten entfernt und nicht auf den Friedhof bringen. Weil dann bringt mir die Karte ja auch noch nichts. Deswegen. Ich lege jetzt erstmal noch den Marshmallow. Der hat nämlich auch einen Effekt, der kann nicht zerstört werden. Das ist genau wie quasi wie der Spirit Reaper. Und wenn die aufgedeckt wird, verliert der Gegner 1000 Life Points dazu. Ja. Wenn du die dreimal liegen hast, auch schon geil. Minus 3000 Life Points. Das ist halt assi. Deswegen ist das ein Assi-Deck. Also, das ist vielleicht nicht so spannend oder so. Es kommen noch andere Decks. Ich habe ungefähr, ich glaube, 10 Decks davon sind irgendwie alle scheiße. Aber, ey, ich habe auch keinen Bock mehr, irgendwie jetzt so Deck-Rezepte aus dem Internet rauszuholen. Da kommt wieder irgendwas Böses. Alter, was hat denn der für Karten? Die sehe ich zum ersten Mal. Der kann bestimmt auch wieder alles, oder? Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Oh nein! Ohne Spaß, Alter. Wenn... Der kann nächste Runde quasi auch meinen Marshmallow wegmachen, oder was? Krass. Der hat gerade eine Karte liegen, die... Der kann, wenn er eine Zauber der Falle spielt,
kann er Monster beschwören. Wenn ich eine Karte spiele, eine Zauberanfalle, kann er auch irgendwas machen und der kann jede Runde meine Monster verbannen mit dieser Karte. Das ist jetzt quasi extrem scheiße. Gut, der kann es auch annullieren. Oh my goodness. Okay, vielleicht, es sieht gerade extrem scheiße für mich aus, ja, das ist einfach so scheiße. Oh nein, ey. Ich habe gerade noch gesagt, dieses Deck gewinnt eigentlich immer und jetzt verkacke ich hier. Was zur Hölle? Alter, 600 Life Points, ich habe keine Karte. Und wenn ich eine Monsterkarte lege, kann er das annullieren. Das bringt also alles nichts. Oh, da muss extrem viele Karten ablegen. Oh, nee. Die Karten sind ja geil, aber es bringt mir wirklich nichts, wenn die gerade mal zwei Karten liegen. Das ist ja nicht. Oh, nee, ey. Nee. Okay. Erste Runde verkackt. Da sieht man mal wieder, dass ich definitiv andere oder bessere Decks brauche. Scheiße, ey. Ja, komm, ich hau jetzt einfach die Dinger raus hier. Hat jetzt eh keinen Sinn mehr, weil es eh vorbei. Und dann werde ich gleich mal ein anderes Deck spielen wahrscheinlich. Gegen anderen. Oder ich spiele das selber normal. Ich weiß gar nicht. Ich will euch nämlich zeigen, dass das Deck funktioniert. Ich hatte auf meinem Hauptkanal Reloadiac damals auch Yu-Gi-Oh! Gebracht, glaube 12 oder 13 Folgen in dem Dreh. Auch mit dem Deck unter anderem und da habe ich nur gewonnen. Und jetzt verkacke ich hier. Ist anscheinend nicht mehr so stark. Oder ich mache irgendwas falsch. Oder ich habe einfach Pech gehabt. Kann auch sein. Komm, mach einfach mit demselben Deck normal hier eine Runde gegen den Alex999. Oh, der hat schon Punkte. Der ist eventuell ein bisschen stärker. Weil 1200 ist normal, der hat schon 1444, der spielt also schon ein bisschen häufiger. Macht er auch was hier? Dauert mir zu lange. Okay, anderen Gegner raussuchen hier. Komm, den hier. Hört sich auch gut an. Toxin. Boom. Let's go. Boom, hab gewonnen, oder? Safety Hand. Komm, Stein. Ah ja, ich bin blöd. Main 40x, okay. Okay, das sieht schon besser aus. Wir haben jetzt zum Beispiel den Nadelwurm. Der, wenn er umgeflippt wird, werden vom Gegner 5 Karten vom Deck auf den Friedhof gelegt. Habe ich jetzt Karten liegen, die Karten direkt verbannen, wenn also 5 Karten direkt verbannt. Und dann mit die Dynamite werden es dann quasi 5 mal 3 sind 1500 Schaden. Und das ist extrem. Also, das passt schon alles zusammen. Problem ist halt, du musst die Karten auch auf der Hand haben oder auf dem Spielfeld haben, so, weil, ja, mal gucken. So, wieder komplett anderes Deck. Was hat er jetzt hier zum Beispiel? Er hat ein Felsmonster, okay? Sieht aus wie ein Dino. Das macht die Karte hier. Das ist übrigens eine Feldzauberkarte. Alle Monster, die er kontrolliert, erhalten 500 ATK. Das ist also schon mal, geht schon mal, so wie es aussieht, ein bisschen auf Angriff, dieses Deck. Aber wir haben jetzt wieder Marshmallow hier, das heißt, er kommt da erstmal nicht durch. Er hat auch einen Haufen Zauberkarten hier, ich kenne die auch alle gar nicht, ne? Oh mein Gott, guck mal, ey, wie viel Text da auch gerade bei der Karte stand. Wenn so eine Karte extrem viel Text hat, habe ich gar keinen Bock durchzulesen. Überhaupt keinen Bock. So, bin ich erstmal dran, er hat einfach alle Karten gespielt. Auch so viele Zauber und Fallen da hinten liegen, ey, das ist nicht geil. Gucken wir erstmal mit der Karte. Wir schenken ihm erstmal 1000 Life Points, ziehen dafür eine Karte. Gucken, ob irgendwas passiert. Er kann theoretisch die Karte annullieren, also wissen wir schon mal, er hat schon mal was dagegen, theoretisch, um eine Zauber- oder Fallenkarte zu annullieren anscheinend, oder irgendwie eine Schnellzauberkarte. Jetzt lege ich erstmal die hier, das heißt, er kann nicht mehr angreifen, das sei denn, er hat Monster unter 1500 ATK, was selten der Fall sein wird. Er könnte sie annullieren und tut es nicht. Jetzt kommt Marshmallow erstmal, so als Defense. Dann werde ich erstmal eine Fake-Falle legen. Die Karte hier, die macht erstmal keinen Sinn. Da brauche ich nämlich Makrokosmos. Das ist eine Fallenkarte, die alle Karten, die auf den Friedhof gelegt werden, verbannen. Wenn ich die Karte habe, das ist eine permanente Fallenkarte, dann kann ich das aktivieren. Dann gibt es nochmal ordentlich Schaden dazu. Aber das ist erstmal so eine Fake-Falle, dass er auch nicht angreift oder sowas. Er macht gerade gar nichts. Er kann nichts machen. Er kann nicht angreifen. So, jetzt kann man langsam unser Ding hier aufbauen. Also, wir haben Final Countdown. Das heißt, das können wir auch machen. Das kostet uns 2000 Life Points. Das Gute ist aber, ich kriege Life Points locker wieder rein mit meinen Zauberkarten, die später noch kommen werden. Und er hat jetzt noch 20 Spielzüge. Wenn er innerhalb von 20 Spielzügen mich nicht besiegt, dann hat er automatisch verloren mit Final Countdown. Er kann die Karte aber annullieren. Wenn er das jetzt tut, ist echt scheiße, weil ich habe ja schon mal 2000 Life Points bezahlt. Er gibt auf. Verbindung verloren. Ah, ist ja mega geil. Bestimmt Rage Quit oder so. Okay, die Runde war auch für den Arsch. Deswegen einfach mal nächste Runde. Ich will noch wenigstens eine richtige Runde hier spielen.
Und wenn es geht auch gewinnen. Oh, er hat schon mal. Er hat weniger Punkte als ich. Gucken wir einfach mal. Ich sehe auch gerade, dass das nicht gerade hier von der Einstellung optimal ist hier mit der Bildschirmaufnahme, weil ihr seht unten meine Taskleiste. Da seht ihr meine Programme, die ich so drauf habe. Ja, das ist vielleicht auch interessant für die, die gerne mal wissen wollen, so, mit welchem Programm nimmt denn der Reloadic auf? Was benutzt er so und dies und das, ja. Okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen Defense hier mit den Lichtschwertern. Das ist okay, wir sehen jetzt mal die Karte. Das heißt, er kann wieder nicht angreifen, ist super. Hab jetzt keine krasse Defense, also den Nadelwurm möchte ich mir gerne noch aufnehmen. Auch die Kombination alleine. So, stell mal vor, der Gegner kann nicht angreifen und du hast die beiden Karten liegen. Du flippst den Nadelwurm auf, er muss 5 Karten entfernen, auf den Friedhof legen. Danach deckst du den Soldaten, den Pinguin auf und gibst beide Karten wieder zurück auf die Hand. Und dann kannst du das jede Runde wiederholen. Und dann machst du sein Deck erstens extrem schnell leer oder wenn du noch die Kombination hast mit anderen Karten, kriegst du da immer viel Life Points dazu. Ich hatte wirklich Runden gehabt mit diesem Deck, da habe ich am Ende des Matches 40.000 Life Points gehabt oder noch mehr, ja. Das lief dann extrem gut in dem Fall. Da kann er noch so starke Monster haben, wie er will, das bringt im Endeffekt gar nichts mehr. Denn mit 40.000 Life Points bist du gut abgesichert auf jeden Fall. So, er macht auch gerade gar nichts, so wie es aussieht. Das heißt, ich kann jetzt die nächste Runde den Pinguin-Soldaten legen und dann geht's richtig los. Das ist gut. Okay. Die Kombination ist geil. Diese Karte, wenn die aufgedeckt liegt, werden alle Karten verbannt, die auf den Friedhof gelegt werden würden. Hat 1600 Angriff und er kann nicht angreifen mit Monstern über 1500 Angriff. Das heißt, die Karte ist momentan nicht angreifbar. Ja, so. Das heißt, ich kann die auch offen hinlegen ohne Probleme. Genau, jetzt kann ich zum Beispiel den Nadelwurm, also ich könnte den Nadelwurm jetzt aufflippen. Ich mach's einfach jetzt mal. Boom, aufgeflippt. 5 Karten werden auf den Friedhof gelegt, aber dank dieser Karte entfernt. Das heißt, wir haben jetzt schon mal 5 Karten hier liegen, das wären schon mal mit Didi Dynamite 1500 Schaden. Nächste Runde lege ich den Pinguin-Soldaten, gebe dann übernächste Runde die Karte wieder zurück auf die Hand und das kann man wiederholen. Und dann können wir das jede Runde machen, theoretisch. Und dann haben wir schnell ihn auch besiegt, weil wenn wir das nochmal machen, würde man mit dieser einen Karte schon 3000 Schaden machen, ja, was schon mal extrem krass ist, aber da geht noch viel mehr. Ich könnte theoretisch auch ein paar Runden warten und ihn dann mit einem Schlag direkt so fertig machen. Ist schon mal besser. Also er muss jetzt definitiv was finden gegen meine Zauberkarte. Wenn er nicht angreifen kann, hat er verloren. Denn, ja. Es gibt keine andere Möglichkeit. Haben wir eigentlich nächste andere Runde gewesen. Ich dachte gerade hier mit Final Countdown war diese Runde, war aber letzte Runde. Er wartet extrem lange. Was kommt jetzt? Er kann damit zumindest nicht angreifen. Was hat er vor? Er holt was auf dem Friedhof von seinem Deck. Oder, hat er auch nicht nachgedacht. Guck mal, er hat die Karte gespielt, um eine Karte von seinem Deck auf dem Friedhof zu legen. Dank dieser Karte wird die aber direkt entfernt. Das heißt, die Karte hier bringt ihm gar nichts mehr. Ja, bringt ihm gar nichts mehr. Es kann auch nicht angreifen, wird das auch feststellen. Kann ich angreifen wegen der Karte jetzt hier. Also er ist wirklich geblockt momentan. Er kann nichts machen. Und ich hoffe nur, dass er nicht rausgeht, weil das hast du häufig hier. Ja, dass sie einfach rausgehen. So, ich bezahle es natürlich. Dann lege ich den Pinguin hin. Leider können wir den erst nächste Runde aufflippen. Das ist ein bisschen kacke. Ja, das ist echt ein bisschen scheiße. Die Fallgrube legen wir hin, falls er Monster beschwören möchte. So. Ja, ist halt... Ja gut, ich hätte den jetzt auch in Defensive legen können eigentlich, aber... Ich denke nicht, dass er was spielen wird, mit dem er angreifen kann. Von daher... Hier haben wir schon 7. Was ist das hier? Union Hangar. Bla bla bla. Was macht die? Irgendwas. Okay, mit Spezialbeschwörung. Irgendwas. Auch die Karte ist zu stark. Er kann damit nicht angreifen. Ich könnte jetzt die Karte aktivieren. Macht noch keinen Sinn. Ich warte noch ein bisschen ab. Okay, ist ausgerüstet. Was bedeutet das jetzt? Wenn er ausgerüstet ist, was kann er damit machen? Das sind halt alles Karten, die kenne ich nicht. Guck mal jetzt. Die. Oh, jetzt kommt was Böses. Boom. Und jetzt kommt meine Fallgrube. Und wenn er das nicht annulliert, hat er echt verkackt. Okay, er kann anscheinend irgendwas annullieren. Was passiert jetzt? Kann er das verhindern? Oh nein. Oh, okay, das war gut. Trotzdem nur entfernt. Okay, meine Defensive ist erstmal ein bisschen... ja gut, er kann nichts spielen jetzt. Und dafür habe ich jetzt die Lichtschwerter. Das heißt, ich bin die nächsten 3 Runden auch unantastbar.
Mein Pinguin ist weg, das ist scheiße. Pinguin hätte ich jetzt gebraucht, fuck. 13 Karten würde sich schon mal fast lohnen. Also ich glaube, ich warte noch mit der Karte, aber 13 mal 3 sind schon mal 3.900 Schaden, die wir jetzt mit der Karte machen würden. Auf einem Schlag, 3.900. Also die Hälfte gut schon mal abgezogen, aber ich warte noch ein bisschen. Gut, er kann eh nichts machen. Er hat kein Monster, was er spielen kann. Er kann nicht angreifen, deswegen... Okay, das ist der Banisher of Light. Der macht dasselbe wie die Karte, nur halt, die hat gute Defensive. Ah, der Pinguin ist ja noch da, gar nicht gesehen. Boom. Pass auf. Pinguin ist da. Jetzt gebe ich die und die zurück. Warum habe ich den Pinguin nicht aktiviert? Ich habe die echt nicht gesehen, die Karte. Scheiße, ich bin dumm. Egal. So. Jetzt können wir den Nadelwurm wieder hinlegen und den kann man nächste Runde wieder aufdecken und dann muss er wieder 5 Karten ablegen. Und das mache ich jetzt so lange, bis wirklich mit einem Schlag ich ihn komplett zerstören kann. Deswegen ist das Deck schon ziemlich assi, weil du kannst extrem starke Monster haben, ja, mit 50 Millionen Angriff. Solange du nicht angreifen kannst, bringen dir auch die stärksten Monster nichts, ja. Gut, er würde jetzt auch nichts machen können. Oh, damit kann er sogar angreifen. Ist er so schlau? Und greift jetzt damit an. Er weiß genau, was da liegt. Okay, eigentlich müsste er auch angreifen, weil wenn er... Ah, hier kann er gar nicht angreifen mit den Schwertern. Digga, ich will ja nicht den Tag vor dem Abend loben, aber ich glaube, du hast verkackt. Siehst du die Schwerter nicht? Ich glaube, er ist blöd. Er wird sich echt verarscht vorkommen, er kann einfach nichts spielen. So, pass auf. Oh, zweimal. Okay, Leute, ich habe gewonnen. Pass auf, ich mache jetzt mal den hier. Das heißt, er muss ja 5 Karten ablegen. 18 Karten. Und jetzt haben wir die Karte zweimal. Das heißt, ich beende jetzt den Spielzug. Und wenn er dran ist, aktiviere ich beide Karten. So. Eine Karte. Boom. 5.400. Und zweite Karte. Nochmal 5.400. So. Und das war's. So kann's auch gehen, ja? Jetzt habe ich einmal verloren, einmal gewonnen. Einmal war halt irgendwie Verbindung unterbrochen. 3 Matches. Ist okay. Ich würde sagen... Das war's von der ersten Folge von Yu-Gi-Oh! Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann wie gesagt, Kommentare, Daumen nach oben. Darüber würde ich mich extrem freuen. Und es kommen natürlich auch andere Gaming-Videos, ja. Das ist nicht das einzige Spiel. Rocket League ist groß auf jeden Fall ja, Thema bei mir. Ich spiele jeden Tag Rocket League, aber es kommen auch andere Games. Ich werde einfach so Indie-Games, alles mögliche, auch mal ein bisschen FIFA, vielleicht auch ein bisschen CSGO. Momentan, ich habe jetzt glaube ich seit fast einem halben Jahr kein CSGO mehr gespielt. Irgendwie keinen Bock drauf gehabt, so. Egal, das war's von der Folge. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Kommentar. Bis dann, haut rein. Ciao.